Weißt du, was witzig ist? Aha. Die Leute bei Facebook sehen die ganze Zeit die Klotte öffnen und schließen. So, plötzlich wird die ganze Bühne zerdeckt. Hier steht ein Baum, das ist nicht der einzige. Hier stehen ganz viele Bäume und sie werfen Äpfel in allen Formen und leider auch Farben. Ich habe da auch, das habe ich gestern leider nicht mehr gesehen, als ich mein Zelt im Dunkeln aufgebaut habe. Es gibt hier einige, die sind im Grunde schon Schnaps. Das ist mein neuester bester Freund, der mir den Arsch rettet. Und Soundcheck war auch im Wesentlichen, warte mal, ich zitter voll. So, das Einzige, was ich habe, ist er hier. Und es wird bestimmt voll eklig jetzt vom Video her. Ja, ist ja gut, ne? Zu warm wird, dann gehe ich wieder ins Planschbecken. Ich habe das Planschbecken noch gar nicht gesehen. Lass uns mal zum Planschbecken gehen. Trocknet die Wäsche, es ist alles so ein bisschen, ne? So. Ich würde sagen, es ist irgendwie symptomatisch, wer chillen kann und wer arbeitet. Ja, genau. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns auf der Erde. Um genau zu sein, befinden wir uns im Baumhaus. Überragenderweise nehme ich da immer noch auf. Da waren wir lange nicht mehr und es hat sich einiges getan. Und ich bin auch noch da. Guck mal hier, guten Morgen, hallo. In meine zweitbeste Kamera. Die beste ist nämlich nicht hier. Die wird woanders gebraucht. Jetzt nimmst du auch auf. Tatsächlich ist das 11. nur, wenn ich nämlich die ganzen Schlagzeugmikros mitzähle. Bedanke mich trotzdem bei dem jungen Mann, der mir das Rode empfohlen hat mit so einem Amazon-Link. Ich habe ein Rode, ich habe es noch nicht hier. Es wird dann... Am Samstagnachmittag. Die liegen nicht auf der faulen Haut. Ist kein Ponyhof, ja? Nicht ganz. Der Herbst ist da, guckst du hier. Wetter kalt, so kalt, dass dieser Sommer, den ich mir ganz kackend reißt. Dann lass uns doch mal nachgucken gehen, was in dem Modpack so an Pflanzen gibt. Ich bin ja als Baum auch immer ein großer Pflanzenfreund. Ich verbringe ganze Paar. Das interessiert mich schon. Ich bin nicht so oft in der Natur. Es geht los mit denen hier. Nicht ausschließlich Urlaub bedeutet hat, sondern ich habe tatsächlich... Und ich habe tatsächlich auch Dinge gefilmt. Wer baut denn seine Kürbisse unter den Rhododendron? Wo dann eh schon kein... Genau. Nicht ausschließlich Urlaub, sondern Urlaub, der ein Konzert beinhaltet hat. Das im Grunde wir sind. Also Anlage und Licht und so, das haben wir auch. Mit einem ziemlich guten Sound, der kommt aus dem Mischpult. Ein bisschen Kamera habe ich mit drunter gemischt, damit so ein bisschen Hi-Hat gekrisselt und so, dass das nicht fehlt. Ah ja, und meine Snare wurde gar nicht erst abgenommen. In weiser Voraussicht. Das Bild ist auch ziemlich gut. Man sieht alle Leute recht gut, außer mich. Du hast mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir, ich hatte nie darum gebeten. Wer sich da rumklicken möchte, es hat schon große Resonanzen gekriegt. Der eine Kommentar, der einzige, glaube ich, Kommentar. Kann niemand ihn vorlesen? Yes, I've been back, but when I come back, you know, no, no. Dass er hofft, dass wir wissen, dass wir nie an die H-Blocks ranragen werden und dass unsere Ring of Fire-Version echt nicht besonders... Eine bestimmte Coverband, wie sie festgeschrieben ist, in der Satzung eines bestimmten Kulturvereins. Ah, das heißt, wir sind ehrenamtlich unterwegs. Was machst du so im Leben? So, da, vielleicht eher da oben so, oder ich weiß noch nicht genau, wo es landen wird. You know, you've seen me, I've been all over the place. Wo ich hinterher erst erfahren habe, dass ich sogar noch Leute kenne, die kenne, die kenne, die... Mit Fail, mit deiner Lieblings-Skatepunk-Band. Das habe ich zusammengeschnitten zu so einem eher Home-Video-mäßigen, zu einer Ehre gekommen. Wir waren auf einer Hochzeit. Wir haben auch beiden gesagt, falls sie nochmal heiraten, sind wir gerne wieder dabei. Die am späten Nachmittag schon ziemlich angeheitert war. Wir waren um 22 Uhr dran. Mit zwei Kameras, deren Perspektiven beide ein bisschen unter dem Verlauf des Abends gelitten haben. Aber ich denke, es ist hier und da auch ganz lustig, auch wenn ich zwischenzeitlich echt scheiße verstimmt war und es ist mir alles ein bisschen peinlich. Ich könnte so. Da. But
can never sound good if you're out of tune. Der M hat noch ein wundervolles Intro davor. Bin ich bestimmt? Ja, ne? Okay. 100-mal besser als alles, was ich hier jemals zu... Das sind übrigens dieselben Fail, die dann in der Woche drauf ihr erstes Radio... Nennt sich Punk Rockers Radio. Und heute Abend gibt es wieder eine Plattenküche. Jeden Dienstag. Live aus Bochum. War super entspannt. Wir haben ganz viel über andere Musik. Konnte im Vorfeld seine Lieblingsmucke mitnehmen. Das war auch schon immer ein Kindheitstraum. Und die Leute waren begeistert. Alle drei. Ja, wir haben wirklich viel Spaß gehabt. Und gerade The Sensitives, wir haben damals mit denen einen Albumtausch gemacht. Das ist, glaube ich, so üblich irgendwie unter Bands. Verfolgt mich seitdem wirklich, weil das einfach, das war live großartig. Und das ist halt auch wirklich auf Platte. Ein paar hundert Songs mehr dran machen können. Jedem von uns ging es hinterher so. Da unten findest du den Link. Dann haben wir noch, das ging Schlag auf Schlag, dann haben wir akustisch gespielt in Dortmund. Im Salon Fink, in der Nordstadt. Sympathischer kleiner Laden. Klein. Könnt ihr gerne hingehen, wenn ihr in der Nähe seid. Würde ich auch machen. Ich krieg kein Geld von dir. Ich krieg kein Geld von niemandem. Weißt du doch, mir gefallen einfach Dinge. Es tut mir leid. Dass wir dann auch ein bisschen langsamer gespielt haben, was nicht jedem Song gut getan hat, ist diesmal nicht passiert. Toi, toi, toi. Der Einzige, der es wieder verkackt hat, war meine wenig. Wer länger dabei ist, ihr wisst, wie lange ich Wackelkontakte in den Kabeln hatte. Ich habe mir 2 neue Kabel geholt, auch ein bisschen teurere. Dann hatte ich einen wackeligen Amp, der auch nicht meiner war. Das war ein bisschen live damit auf Facebook, das hat sich Gott sei Dank verpostet, das findet kein Mensch mehr. Nee, nee, alle nee. Mal winken nach Facebook. Ich glaube, es gibt sogar einen Kommentar. Vielleicht möchte sich jemand äußern, was Wichtiges. Ich sehe euch, aber ich höre nichts. Achso. Das ist durchaus gewollt. Wir haben ein Video dazu gedreht, wir hatten alle Sonnenbrand danach. Kommt demnächst auf YouTube. Stimm dein Scheißinstrument. Was kannst du eigentlich, Junge? Was kannst du eigentlich? Die Leute sind nur wegen mir hier, nicht wegen dir. Also wir haben hier natürlich, siehst du, ihm gefällt das auch. Also dieses Unterhemd, das hatte ich hinterher tätowiert, wie so ein Engländer, weißt, dem Land auf dem Feld standen in der Pampa. An einem Samstag, an dem wir nicht fertig geworden sind und dann an dem Sonntag deswegen auch nochmal mit Fail. Und wir haben, und dann müssen wir das noch Probe gucken und Feedback geben. Und Senf natürlich auch. Oder Quark. 3 Wochen später. So ganz losgeworden bin ich es immer noch nicht. Ich befürchte, man wird das demnächst live auf einer Bühne sehen. Aber, ne? Da komme ich später zu. Noch ein Gig mit der Coverband, den haben wir aber auch jedes Jahr. Das hängt da in dieser Vereins... Ist hier. Da hinten so. Nee, stimmt gar nicht. Warte mal, wir sind hier so... Da hinten. Also da, wo ich die Sachen verlinke. Ich verlinke die alle in HEMA. Ich werde auch noch öfter HEMA sagen heute. Manche werden vielleicht schon wissen, warum. Im Prinzip ist es nicht schwer. Im Prinzip. Da hatte ich wirklich eine gute Perspektive. Da sieht man wirklich jeden. Da drüben gibt es noch Folienkartoffeln übrigens. Die müssen weg. Wir haben, um unser Repertoire aufzustocken, haben mit jeder drin 3 Songs mit und von jedem muss ein Song genommen werden. Der Abend der Überraschungen. Der Abend der Überraschungen. Dieser hier ist meiner. Es handelt sich um die schwedische Nationalhymne. Warte noch auf die Mischpultaufnahme, dann haben wir auch guten Sound und dann werde ich leider nur ein paar Songs cherrypicken und die hochladen, weil wir leider ein bisschen du, schwarzen Tag haben. Meine Gitarre macht ganz witzige Faxen, nachdem wir hier 1000 Seiten müssen. Was schade ist, weil ich ziemlich gut war im Verhältnis zu meinen Ansprüchen. Du kennst meine Ansprüche nicht, deswegen weißt du jetzt nicht, ob das... weil ich tatsächlich im Trainingslager bin, am Schlagzeug, weil ich etwas vorhabe. Ich weiß gar nicht... Genau. Der Song, der danach kommt,
Den wollte ich gerne mit Metronom machen. Vor 10 Jahren war ich mit irgendeiner anderen Band, das habe ich auf Platte rumfliegen, 480er Rohmaterial habe ich zu einem kleinen Völmchen. Also, liebe Schülerinnen, liebe Schüler. Also, wenn von euch mal jemand auf Globus könnte ich jetzt gehen, aber dann kommt wieder bitte. Schicke ich dir auch mal kurz nach HEMA, falls du es noch nicht kennst. Übrigens, heute vor 10 Jahren habe ich Schuh kennengelernt. Kennst du Schuh? So, wir feiern Geburtstag. 10 Jahre Schuh. Aber ist auch egal. Ich lass das jetzt. Hier ist der Baum in Unterwäsche. Ich sehe ein bisschen schrottig aus gerade und ich rieche auch nicht besonders gut. Und beides wird sich gleich noch rapide verschlimmern. Entwickle Muckis wie nie zuvor, ich hatte aber auch Muskelkater wie nie zuvor und die Knochen kaputt und hier so ein... Totes Holz haben wir hier auch. Das ist hier in diesem Biom. Das ist Gelenksuppe, wenn es überbeansprucht wird. Immer dicker und dann platzt das irgendwann. Ist mir mal passiert, da habe ich besoffen gekickert. Weil dann suppt das da überall hin und verflüssigt sich und dann ist alles wieder gut. Das Problem ist, ich glaube, das ist ganz schön lahm. Ich mach mal 5 schneller. Weil ich ein Konzert spielen werde in HEMA, da drüben, da hinten. Hallo, das ist so gut. Von Sao Paulo nach HEMA. Im Lockvogel, dem einzigen Laden, der noch steht in Nordrhein-Westfalen, gefühlt. Und wie die vielen Male zuvor, mache ich auch diesen ganzen Block nochmal, weil mir das so nicht gefällt. Mir kam da nämlich eine Idee. Ja, da bin ich gespannt, gespannt. Wie ich so live sein könnte, wie ich noch nie gewesen. Das bedingt nur leider, dass ich meinen ganzen Krempel auch auf dem Schlagzeug parat haben muss und am besten auch am Stück runterspielen kann. Das probe ich jetzt zum 4., 5. Mal. Ich habe eine Setlist, die ist noch nicht endgültig. Es geht zu Ende. Aber das neue Blink-Album ist auf Platz 1 eingestiegen, das neue Sum 41-Album kommt raus, das neue Green Day-Album kommt raus, das neue NoFX-Album kommt raus. Wenn wir Glück haben, wird das in Amiland richtig in noch dieses Jahr. Und dann? Wird das vielleicht richtig in Europa noch nächstes Jahr. We are going to take a lander to Europa. They come, fight, they destroy, they corrupt. It always ends the same. It only ends once. Anything that happens before that? Just progress. Ich habe euch ein unendlich langes Basteln mit Baumi erspart. Knapp 250 Lose, die ich hinter diesem Greenscreen in meiner Vitrine stehen habe, die ich sogar beleuchten kann, was ich aber nicht sollte, weil die Birnen sind zu stark und werden zu heiß und dann schmelzen die Hüllen. Wie zum Beispiel das hier, also es ist jetzt hier das notarielle, von dir notariell begleitete Testlosverfahren. Zum Beispiel, oh, hätten die, das ist ja geil, die wie ein Sternsee von den Wohlstandskindern. Mir mal gebraucht im Internet. Aber das erzähle ich natürlich nicht jetzt, sondern erst da. Übrigens, den Song habe ich auch mal gecovert in einer gar nicht mal so rockigen Version. Das verlinke ich dir auch mal nach HEMA, wo wir gerade bei Songs sind. Ich hatte angekündigt, dass MetaInf erstmal meine letzten 9 Songs schreibe momentan. Ich habe nämlich dem M versprochen, weil wir da auch so langsam auf Album Nummer 3. Ich bin bei 6, 7 Songs. Ich habe die ein oder andere Demo-Aufnahme gemacht, die noch top secret ist natürlich. Ein Song heißt You Can Only Sit Down with No Continuity. Breaking My Douchebag in a Dead End Town. Dieser Song kommt viel mehr aus dem Herzen als aus dem Penis, mein junger Freund. Und dann gibt's noch Mr. Miyagi und so eine Klamotten, aber die habe ich noch nicht aufgenommen, sind auch schon wieder überholt, weil ich inzwischen, wird eine Weile dauern, weil der M schreibt fleißig, ich schreibe fleißig und dann setzen wir uns hin und sagen, scheiße, die sind alle so gut. Oder wir setzen uns hin, scheiße, die sind alle so schlecht. Treu, es heißt treu und drauf steht treu. Von übersteuert habe ich auch voll. Gebaut im Proberaum, habe den Proberaum auf- und umgeräumt und habe das Schlagzeug in der Mitte des Raumes. Und gleichzeitig bin ich auch im Trainingslager an der Gitarre. Das ist nämlich auch ganz schön eingerostet. Hab ein bisschen
bisschen darunter gelitten, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Phase bin. Auf die Dann leidet natürlich die ein oder andere Disziplin so. Ich kann halt nicht überall sein. Captain, ich bin plötzlich dreimal vorhanden. Das ist auch lustig. In Folge 1, da ist mir diese erste Schicht von dem Hängetomfell, ne? Das flattert ein bisschen. Und ich hatte mir schon, und jetzt ist es drauf, bisschen abgeklebt, weil ich mein letztes Gummibärchen-Ekelding, kennt ihr die Dinger? Die sind voll geil. Also erinnert sich eigentlich noch einer an mein angeranztes Bassdrum-Schlagfell oder Trittfall, in dem Fell Gaffer irgendwie für die letzten Songs zusammenbehalten wurde? Es war heute Mittag ganz durch. Hier siehst du noch, hier, guck mal, hätte ich ein Unboxing machen können, ist jetzt leider zu spät. Falls jemand das kaputte Fell haben möchte, schreibt's in die Kommentare, ich helfe immer gern. Wahrscheinlich habe ich das Metronom letztes Mal wieder angelassen, was dazu führt, dass er ausgeht, wenn er zu laut ist. Was dazu führt, dass ich ihn kaum höre. Was dazu führt, dass ich ihn verliere. Im Grunde habe ich auch hier nochmal eine Pause, weil das nächste Lied ist eigentlich mit ohne Schlagzeug, aber erst ab Strophe 2. Deswegen habe ich im Grunde auch jetzt die Gelegenheit, mal schnell zu verschwinden. Mach ich sogar, glaube ich, auch. Okay. Sehen Sie den Musiker bei der Arbeit. Aber man muss sagen, funktioniert. Es steht wie eine 1. Und wie wir alle wissen, man sollte immer sein Handtuch dabei haben. Das ist nicht meins, ich habe aber auch eins. Ich war ja auch in Planschbecken. Was hast du gemacht? Du schwitzt ja noch nicht. Ich schwitze. Ja, ich darf ja nicht. Alle sind hier schon am Instrumente klimpern und so. Und die Chefin? Ja. Oh, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Können wir endlich arbeiten? Wunderbar. Ich habe mir heute neue Basssaiten geholt. Ich habe nämlich auch einen Bass hier rumfliegen. Im Gegensatz zu diesem Ding, Asterix und Cleopatra. Das da ist auch von mir. Das ist spontan jetzt. Warte kurz. Just make sure you're in tune. If you're not in tune, everything sounds bad. Übrigens, wer den Song erraten hat, der hat am 22. im Lockvogel in HEMA freien Eintritt. Alle anderen übrigens auch. Ich spiele mit mir selbst. Noch nicht vorgekommen sein, zumindest bei mir nicht. Und das ist alles nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Davon auch noch. Am besten setze ich mir immer Deadlines für. Ist es halt nicht so Mörder, musst du halt unterm Strich drunter leiden. Ich habe mir mal angezeigt, dass ich 0,02 Euro, aber das Geld ist irgendwie nie angekommen. Aber darum bin ich ja auch nicht hier. Aber deswegen sind wir nicht hier, alter Mann. Darum bin ich ab sofort woanders. Und das ist der eigentliche Punkt, warum Dinge... Also ich habe 25 Monate mir Monty Python angeguckt, um so zu sagen, zum Mindestlohn. Du musst dir vorstellen, einen Laden, den die gar nicht haben wollten, den die haben mussten, weil sie ihr eigenes Kleingedrucktes nicht gelesen haben. Right. Who just agrees to something they don't read? Und nach da und überall hin und die, zu denen ich am allermeisten wollte, die haben mich genommen, obwohl ich nicht aus der Branche. Alle von der Pike auf lernen. Nicht böse sein, ich will das ernst nehmen, weil ich da unverschämt viel effizienter mein Lebensunterhalt. Deswegen dann mehr Zeit habe für den ganzen Krempel hier. Das ist der Masterplan. Bin auf dem Weg, um es dir zu zeigen, genau da. Da bin ich. Mehr so nach da als nach da, glaube ich, hoffe ich. Oder vielleicht auch nach HEMA. 20.10. Lockvogel HEMA und du brauchst kein Eintrittsgeld. Drum komm vorbei, wir haben eine schöne Zeit. Und danach gibt's noch Coverrock von Freunden, die sind auch geil. Oh, 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 oh. Ja, da bin ich gespannt, ja, da bin ich gespannt, gespannt, gespannt. Ist 4 Stunden später, als ich angefangen habe, das hier zu machen, weil ich nie zufrieden bin, weißt du ja? Du schläfst schon lange.
Und dann schmeiße ich jetzt ganz viel Kram dazwischen, damit es nicht so dröge wird. Ey, kann sein, dass du cheatest? Du wirst die ganze Zeit zum Beispiel verzerrt. Ich bin voll verzerrt, ne? Ja, das ist eigentlich, das geht nicht. Ich spiele Gitarre. Ja, komm, pass auf, ich drehe ein Stück noch runter, okay? Nur ein Stück, nur so müde. So. Okay, viel Abschluss, weil du knapp mehr rockst als ich, dann heißt das, ist... Ich mach doch die Akkorde, das heißt, ich mach das Fundament, auf dem du glänzen kannst. Ja, dann machen wir doch einfach mal den nächsten Song, wie das damit. Wir haben ein Fundament da hinten. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Silly am Carbon! Yeah, Silly! Wie immer, okay? Okay, wünsch dir was, wir sehen uns. Lü-lü-lü-lü. Und nächstes Mal bei Baumeln mit Charlie. Und zu Leuten, die immer noch bei Facebook sehen, Tokyo Hotel, die können die Kommentare nicht lesen. Ja, wir sind zu weit weg. Ja, wir sind zu weit weg, aber genießt den Abend, trinkt ein Bierchen zu Hause und man sieht sich vielleicht auch das letzte Mal irgendwo. Beim Einkaufen. Beim Einkaufen, ja. Dann ist unser neues Good Day Video rausgekommen. Ich lese nur noch Sachen ab. Ich bin voll durch. Das ist voll scheiße. Oh, Freunde, ich hab 100 Abonnenten. Es ist unglaublich. Das ist krass. Ich müsste irgendein Special machen, wollen ich? Kennedy. Dieses kleine Video, was im Wesentlichen ein kommentiertes DVD-Menü ist oder ein Katalog, den man... Aber ich lade ja jetzt nicht jeden Scheiß hoch, ne? Ich hab da auch nicht übertrieben und das relativ dicht gehalten. So wie mich selbst auch, weißt du ja. You've seen me, I've been all over the place. So, ich muss jetzt arbeiten gehen, okay? Vielleicht schneide ich dir was davon rein.